EA hat heute einen neuen FIFA 21 Trailer veröffentlicht, in dem es nur um Ultimate Team geht. Alle Neuigkeiten seht ihr wie immer bei uns. Viel Spaß mit dem Video. Wie bereits angekündigt, gibt es einen Koop-Modus. Dort kannst du mit einem Freund zusammenspielen und gemeinsam Boni bekommen. Zu zweit könnt ihr dann entweder in Squad-Battles gegen den Computer spielen, aber auch online in Freundschaftsspielen oder sogar in Division Rivals. Dabei spielt ihr entweder gegen andere Duos oder auch gegen Solo-Spieler. Die Belohnungen, die ihr euch erspielt, bekommt ihr beide einzeln auf euren Account. Es wird aber auch Aufgaben geben, bei denen du mit einem Freund zusammenspielen musst, um Belohnungen zu erhalten. Ein weiteres neues Feature werden Events sein. Im Trailer hat man beispielsweise die Wahl zwischen einem Team Haaland und einem Team João Felix. Auch bei diesen Events wird man wieder Münzen, Packs und sonstige Belohnungen freischalten können. Bei anderen Events muss die Community auch zusammenarbeiten. Bei diesen Community-Events können gemeinsame Belohnungen erspielt werden. Wirklich konkret wird EA bei diesen Events aber noch nicht. Was glaubst du, wie die Events aussehen werden? Und bist du auch schon so gehypt auf FIFA 21? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Weiter verspricht EA, dass Aktionen der Spieler in echten Spielen noch mehr Einfluss auf die Werte in FIFA haben werden. Es sollen gute Pässe, Grätschen, Paraden und Schüsse belohnt werden. Wenn ein Spieler ein wuchtiges Weitschusstor erzielt, soll sich beispielsweise sein Schusskraftwert verbessern. In den letzten Jahren gab es bereits Inform- und Man-of-the-Match-Karten. Diese wurden aber nur generell gepusht. Wir können sehr gespannt sein, was es in dieser Hinsicht in FIFA 21 geben wird. Außerdem sollen die Hauptmodi aktualisiert und verbessert werden, sodass man mehr Spielspaß hat. In Division Rivals bekommt man beispielsweise für den ersten Aufstieg in eine neue Division Münzen. Zudem wird im Trailer versprochen, dass man gegen ähnlich gute Gegner spielt. Die Qualifikationsspiele kannst du in Score Battles machen. Diese 10 Spiele entscheiden dann darüber, in welcher Division du startest. Vermutlich wirst du aber auch weiterhin die Möglichkeit haben, dich durch Online-Spiele einranken zu lassen. Ähnlich wie Skins in anderen Spielen, wirst du in FIFA 21 die Möglichkeit haben, dein Stadion noch individueller zu gestalten. Einlaufmusiken, Blockfahren und vieles mehr sollen dir helfen, dich in deinem Stadion noch besser zu fühlen. Das letzte und nach unserer Meinung das interessantere Feature ist der Fokus auf das Spiel. Es wird keine Manager und keine Trainingskarten mehr geben. Zudem wird das Heilungssystem vereinfacht. Fitnesskarten wird es auch nicht mehr geben, da jeder Spieler automatisch volle Fitness am Anfang eines Spiels hat. Das waren alles Sachen, die in den letzten Jahren unwichtig wurden und sowieso nur noch Nebensache waren. Im Spiel selbst werden die Jubel- und Wiederholungsszenen kürzer werden. Nachdem der Ball ins Ausgegangen ist, wird das Spiel jetzt auch schneller weitergehen. Insgesamt soll der Fokus mehr auf das wesentliche Spiel gelegt werden, was sehr interessant werden könnte. Neben diesen Neuigkeiten hat EA neue Icons veröffentlicht. Wenn du eine Prediction zu den einzelnen Werten sehen willst, lass gerne ein Abo da. Außerdem freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Bis zum nächsten Video.